Ich hatte Bock, heute wieder ein Tutorial für euch zu drehen und habe mir das Motto Pin-Up wieder mal herausgekramt. Und zwar würde ich euch ganz gerne so eine Art moderneren Pin-Up-Look schminken und den euch einmal zeigen, wie ich das mache. Und es geht auch schon los. Ich habe eine Grundierung schon aufgetragen, damit wir nicht wieder ganz von vorne anfangen müssen. Also Grundierung und so weiter habe ich schon drauf. Und wir gehen jetzt auch direkt ans Werk mit den Augen. Dafür nehme ich meinen Jumbo Eye Pencil in der Farbe Milk, also in Weiß. Und den verwende ich so als Make-up, also als Base, als Eyeshadow Base, weil bei mir funktioniert das echt ganz gut. Also, dass der Lidschatten dann besser hält. Weißer Nagellack, seid ihr da eher yay oder seid ihr da eher so nee? So, nachdem ich das gemacht habe, nehme ich mir einen weißen matten Lidschatten und gebe den in das innere Augenwinkel. In den inneren Augenwinkel. Und einen. Wie nennt man den? So ein Reispapierfarbenen, Reispaperfarbenen Lidschatten, den gebe ich auf das restliche komplette Lid. Wir wollen es nämlich nicht zu weiß haben. Seht ihr, man kann den Unterschied eigentlich ganz gut sehen zwischen den beiden hellen Farbtönen. Danach nehme ich mir einen Braunton. Ich würde sagen, es ist so ein Mittel-Schokobraun. Es ist nicht ganz dunkel, aber auch nicht so hell. Und damit könnt ihr euch super gut eine Lidfalte malen, wenn ihr keine habt, wenn ihr Schlupflider habt. Oder eure verstärken. Ich sehe ja meine Lidfalte ist relativ gut. Und setze aber trotzdem am höchsten Punkt an, quasi, weil ich will meine Augen noch größer schminken. Also male ich mir den Schatten etwas höher. Und dann nehmen wir uns einen Blenderpinsel und noch ein wenig von der Farbe, von dem Braun, und blenden den so ein bisschen softer aus. Es soll ja wirklich ganz, ganz zart und natürlich aussehen. Die Augen wirken schon größer. Allein dadurch. Jetzt gebe ich das ein bisschen noch für den unteren Lippenkranz. So, dann geht's auch schon an den Eyeliner. Da müsst ihr echt ein bisschen rumprobieren, was euch am ehesten liegt. Gel-Eyeliner, flüssige Eyeliner oder Kajalstift. Dann welchen Flüssig-Eyeliner, wie die Spitze ist. Manche mögen lieber Pinsel, manche mögen lieber sowas, so einen Schwamm-Applikator. Also da sind die Grenzen echt sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann es am besten mit so einem spitzen Schwamm-Applikator.
und ich fange immer vorne an. Ich mache immer Striche, manche ziehen das so durch, also ich strichel eher. Es gibt da, glaube ich, keinen den einen Weg. Probiert einfach aus, was euch am ehesten liegt. Für den unteren Wimpernkranz nehme ich einen schwarzen Lidschatten anstatt des Eyeliners, weil den kann ich einfach besser kontrollieren. Mit so einem flüssigen Eyeliner könnte ich das nicht so gut hinkriegen. Und gehe auch da so ein bisschen am Wimpernkranz so lang, gar nicht mehr so viel. Das darf natürlich nicht fehlen, wenn man sich größere Augen schminkt, natürlich ein weißer Kajal auf das innere Auge geht. So, jetzt kommen die künstlichen Wimpern, die natürlich bei einem Pin-Up-Look nicht fehlen dürfen. Das ist jetzt so ein bisschen unterschiedlich. Manche bevorzugen es, die Wimpern erst zu kleben und dann zu tuschen. Ich finde das aber sehr schwierig, mir die Wimpern zu tuschen, nachdem ich die auf meinen Wimpern geklebt habe. Deswegen gebe ich schon mal so ein bisschen Wimperntusche. Ja, zum Beispiel vorne. Also ich gebe denen schon mal so ein bisschen Struktur und klebe dann und tusche dann nochmal. So, ich habe mir meine Wimpern schon zurecht geschnitten. Ich nehme halt immer nur die Enden davon und sind benutzt. So, und während der Wimpernkleber trocknet, werde ich schon mal meine Augenbrauen machen. Wisst ihr noch, in meinen letzten Videos, als es um das Thema Augenbrauen ging, habe ich immer gesagt, meine Augenbrauen seien zu kurz von Natur aus. Und dann war ich bei einer Augenbrauen-Expertin, die wirklich nichts anderes macht als Augenbrauen. Und die hat mir gesagt, dann hör doch mal auf zu zupfen. Und ich habe immer gedacht, ich zupfe gar nicht so viel. Und jetzt habe ich wirklich aufgehört, hier so vorne in dem Bereich zu zupfen. Und seht mal, das wächst alles nach. Ich habe tatsächlich immer alles weggezupft. Ich Wahnsinnige. Ohne das zu wissen, dass ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ich dachte echt so, das sind nur so vereinzelte Haare, die da so rauskommen. Aber nix. So, Augen-Make-up ist fertig. Jetzt kommt natürlich noch Lippenstift. Und ich habe mich für meine Lieblingsfarbe entschieden.
Und zwar ist das von Wet n Wild die Farbe Sugar Plum Fairy. So, der aufmerksame Zuschauer, dem wird vielleicht jetzt auffallen, dass noch etwas fehlt. Und zwar fehlt natürlich noch Kontur und Rouge. Und ich nehme dafür zum Konturieren jetzt erstmal diesen Bronzer hier. Und konturiere. Oh, damit müsst ihr sehr aufpassen, weil die sind super hochpigmentiert. Als erstes konturiere ich mir die Wangenknochen. So, und dann gebe ich das Rouge auf meine Wangen. So, und fertig ist mein Big Eyes Pin-Up inspirierter Look für heute. Ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. Schaut gerne in die Infobox, dort findet ihr alle Produkte, die ich heute benutzt habe, noch einmal aufgelistet. Und dann sehen wir uns ja, Pin-Up-mäßig im nächsten Video wieder, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag und bis bald.